Morgen, es ist jetzt gleich 7 Uhr. Wir sind jetzt beide aufgestanden. Dann machen wir gleich Tee, Frühstück. Schauen wir, dass wir heute mal ein bisschen früher loskommen. Ich hatte aber ein gutes Gefühl. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Wir waren gerade abwaschen. Haben schon ein bisschen hier am Zelt aufgeräumt. Genau, in einer halben Stunde versuchen wir jetzt loszufahren. Wir müssen das Zelt noch zusammenräumen. Gefrühstückt haben wir eben auch schon und dann geht's gleich los. 9.30 Uhr, ich bringe noch kurz den Sanitärschlüssel weg. Dann packen wir das Fahrrad und dann geht's los. Zweitmal am Tag nach 15 Kilometern Max Reifen aufgepumpt. Ja, ich habe da noch mal was am Ventil rumgedreht. Das war, glaube ich, ein bisschen locker, aber wenn das jetzt nach 15 Kilometern wieder genauso aussieht, dann müssen wir vielleicht mal den Schlauch wechseln. Wir waren jetzt vorher noch kurz in Haltern, haben was dort gegessen, weil der Wald, durch den wir durchgefahren sind, der war auch ein bisschen ja, da war das Gelände nicht so schön, deswegen haben wir jetzt schon nach 15 Kilometern eine kleine Pause gemacht. Und dann schauen wir jetzt, dass es gleich weitergeht mit ein bisschen weniger Pausen. Thank you.
jetzt gerade durch die Hohe Mark durchgefahren. Das war hier so ein Berg, so ein Wald auf so einem Berg mit verschiedenen Bergen nochmal da drauf. Sind wir dann hochgefahren auf 128 Meter, fahren dann gleich durch Speching durch, durch so ein kleines Bauerndorf. Danach kommt kleiner Regen. Ich schätze, danach machen wir dann Pause. Wir haben hier im kleinen Regen an so einem Löschteich die Mittagspause gemacht. Genau, jetzt geht es weiter nach Großregen und nach Wehlen und dann nach Gescher und dann müssten wir in ungefähr 30 Kilometern unser Ziel erreichen. Wir sind gerade am Golfplatz vom Wildpark bei Großregen vorbei. Wir fehlen am Schloss, das seht ihr auch hier hinter uns. Max ist gerade noch Brot holen, weil wir heute Morgen noch ein bisschen wenig hatten, deswegen müssen wir jetzt noch welches holen. Es sind noch ungefähr 10 Kilometer bis nach Gefa. Wir essen vielleicht noch ein Croissant und dann geht es weiter. Gegen 20 Uhr soll es anfangen zu regnen. Jetzt ist es gerade 16.30 Uhr. Genau, und dann fahren wir gleich weiter.
Kilometer bis nach Gefra. Wir haben jetzt ein paar Regentropfen abbekommen, deswegen holen wir kurz unsere Regensachen raus und dann geht's weiter. Entschuldigung, wissen Sie, wo es zum Brinkmannshof geht? Brinkmannshof, also da fahren Sie am besten geradeaus die Straße runter. Ja. Immer geradeaus, ein bisschen Teekorb suchen. Dann rechts, und dann kommt irgendwann so eine Kreuzung, da ist ausgeschildert ein Sportplatz, wo man Richtung Aus fährt. Und wenn man dann geradeaus an der Straße entlang fährt, ein Stückchen weiter geradeaus, dann ist immer der Brinkmannshof ausgestellt, der ist dann auf der linken Seite. Okay. Da ist auch ein Campingplatz, der heißt ja wieder im Park. Also wenn man danach suchen würde, würde man den auch verfolgen. Okay. Finden. Danke sehr. Ja, bitteschön. Tschüss. Ja, genau. Ja. Durch die Schranke. Nein. Ist noch jung. Durch die Schranke. Nein. Durch die Schranke, da ist das Häuschen, da wo der Junge steht. Ja. Links. Und dann gibt es noch ein Häuschen. Und rechts von dieser Hütte ist der Platzwart. Okay. Wir haben so ein türkis, kleines, türkisblaues Auto. Musst du durch das Törchen durchgehen. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Hallo. Angemeldet. Ja, Zelte, genau. Ne? Ja, dann müssen wir, setzt euch mal dahin. Ja. Dann müssen wir im Bogen aus. Ihr wollt eine Nacht bleiben, ne? Ja, genau. Morgen geht's dann weiter nach Münster. Yay, habt ihr euch ja was vorgenommen, ja? Ja, wir kommen aus Düsseldorf. Ist heute die dritte Nacht. Da hatten wir schon, gestern waren ein Ehepaar mit... Mit 4 Jugendlichen auch hier. Die kamen auch aus Düsseldorf, aber die waren auf dem Rückweg. Ah. Die waren wieder so. Ja. Da, wo die Fahnenstangen sind. Ja. Da geht links, da geht ein Weg runter. Ja. Geht bis zu Ende, da ist ein rotes Backsteingebäude, da sind die Duschen und die Toiletten.
Duschen 50 Cent Stück einschmeißen. Und dann könnt ihr hier, gleich hier hinter der Hütte, hier vorne geht der Weg her, bei mir hier, gleich hier vorne, ja, am Spielplatz, links, da ist eine große Wiese, da stehen auch schon ein paar Wohnwagen, da könnt ihr euer Zelt. Angekommen gegen 19.30 Uhr, dann haben wir das Zelt aufgebaut, es ist kurz geregnet und jetzt ist es 20 Uhr. Ich war gerade noch kurz einkaufen und dann fahre ich jetzt zurück zum Zelt und dann kochen wir. Es ist dunkel, wir kochen hier gerade noch, das Gas kocht gerade, ich glaube, das kann man gar nicht erkennen. Die Soße ist schon fertig, das Nudelwasser kocht gerade noch. Es ist jetzt 21 Uhr, glaube ich. Vor einer Stunde haben wir eingekauft und dann essen wir gleich.